Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Almost Playly. Dafür bräuchten wir eigentlich einen neuen Opener. Ich weiß, wenn die, ja, Zeit, wenn die Zeit da ist, mache ich das auch mal. Das bedeutet, wir spielen heute, lieber Hannes, liebe Bell, lieber Nils. Lieber und zwar spielen wir heute mal wieder Wer bin ich? Haben wir lange nicht gemacht. Nach der großen Kontroverse von 2013 oder 14, wo du mit Ron Jeremy einer unlösbaren Aufgabe stand. Ja, jede Aufgabe, also jede Person, die man nicht kennt, ist de facto unlösbar. Ja. Es ist natürlich, man weiß es natürlich nicht immer hundertprozentig, wie gut jemand die Person kennt, aber wir versuchen natürlich heute Persönlichkeiten zu wählen, die man auch erraten kann, rein theoretisch zumindest. Jeder gibt dem Nachbarn zu seiner Linken, also im Uhrzeigersinn, eine Person oder was auch immer, eine Figur, die diese Person dann durch Fragen erraten muss. Wir dürfen nur mit Ja und Nein antworten. Wenn man ein Ja als Antwort erhält, dann darf man weiterfragen. Bei einem Nein ist der Nächste dran. Ganz klar dieses Mal nicht irgendwelche komischen Tricks, lieber Nils. Es wird wie Tricks. Doppelte Verneinung. Bin ich nicht männlich, ist nicht mehr zulässig. Du kannst fragen. Weil diese Diskussion wird nicht geführt. Warum ist das ist einfach so. Das ist die Spielregel seit 1312, seit es dieses Spiel gibt. Und wir fangen jetzt an. Jeder möge sich bitte das überlegen, dann hier auf ein Stück Tape schreiben und das dem anderen auf die Glatze oder wo auch immer hinkleben. Nicht nur der andere müsste die Chance haben, den zu erraten. Man selber muss natürlich auch ein bisschen was wissen. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie viel du über Ron Jeremy weißt, aber wenn dann jemand fragt, ist der zwischen 40 und 50. Ja, ich wusste ja gar nichts über John. Ach, du warst das Opfer in der Geschichte. Ach so, okay, weil ich war mal Baron von Münchhausen und ist natürlich blöd. Ja gut, da kannst du alles erzählen. Der andere wusste natürlich nicht, welche Zeit, woher der kam. Genau. Und der Österreicher, das ist natürlich blöd, wenn er keine Frage beantworten kann. Genau. Ja. Gut, also ich hab auch schon was. Nils, wenn du bitte deine wunderhübschen schwarzen Augen abwenden könntest. Ja. Ich mach einfach die Augen zu und überlege mir stattdessen. Machen wir jetzt Lachen dann, ne? Ach so. Schwierig, ich muss jetzt gucken, dass die Bell. Wen kenne ich denn? Ach, das ist. Na, das geht, oder? Das ist echt nicht so einfach. Mhm. Wen kennt die Bell? Ich kenne nicht viele. So. Oh, der riecht immer so lecker nach. Schauspielern brauchst du mir auch gar nicht kommen. Beeren. Oh, ich reiche dir auf jeden Fall. Klebt es nicht auf den Tisch, weil dann wird Gunnar sauer, weil ich habe auf jeden Fall schon 20%. So, lieber Nils, du kannst es, ja. Es geht auch nie wieder ab. Ich mache es auch vorsichtig. Gut. Wo ist denn das Tape da? Oh, das ist natürlich mit dem Kontrastmonitor. Ach so, ja. Jetzt Ach so, Sache. Ja, den machen wir gleich aus. Soll ich da mal hin? Mach du den mal aus. Der Bell, komm mal gerade her. Einfach gedreht. Bell. Warte. Bell. Ja. Lass mich doch kurz auf deine Stirn kleben. Aber ich muss das verdecken, damit er es nicht liest. Mach mal die Haare da weg. Ach so, ja. Ich guck natürlich weg, damit ich hier nicht meinen. Ich will nicht das. Ja, das ist schon. Die Augen, hätte noch größeres Tape nehmen können vielleicht? Ich hab's ganz leicht drauf gemacht, damit. Ja, ich hab das Gefühl, Augen, das fällt danach nicht weg. Hast du keine Augenbrauen mehr. Also, warum hast du mir das auf die Augenbrauen geklebt? Du hast gerade auf die Augenbrauen geklebt. Du hast gerade nochmal festgemacht. Ja. Du siehst ja dann aus wie Daniela Katzenberger. Ja, du kannst dir die doch nachtätowieren lassen, die Augenbrauen. Ja, nachmalen. So, Hannes, jetzt bist du dran. Ich will nicht bescheißen. So, kannst du ja nochmal festdrücken, wenn alle? Du das Gefühl hast. Ja. So, warte, ich nehme. Nicht gucken. Nee, also das ist ja das Lächeln. Ich wollte gucken, ob du schon so breit bist. Ich gucke nicht, ich bescheiße nicht. Ja, Almost Playly Intro, da habt ihr recht. Das wird aber getan. Das neue Almost Daily Intro ist ganz toll, Hannes. Ja, das haben wir schon besprochen. Das freut mich, dass ich dich und alle. Also ich habe auch mal geguckt, manche trauern dem Alten hinterher, aber die finden auch immer alles Neue doof. So. Mal gerade mal gucken. Ja, müssten wir eigentlich mal... Jetzt freut der Spacko, in die Kamera gucken damit. Ja. In welche gucken wir? In die?
Kann man das sehen, liebe Regie? Wir haben jetzt niemanden, der zoomt, ne? Sonst kann ja jeder einmal kurz vor die Kamera laufen und es zeigen. Ne, es ist unscharf. Ja. Aber ich weiß nicht. Also, kann man es sehen? Ede kann man ein bisschen schlechter kennen. Du darfst aber nicht schummeln und auf das Ding gucken. Ah, der kleine Schlauberger. Mhm. In die Linse gelinst. Ja, jetzt spiegelt das. Nein, ich hab's nicht gesehen. Warum sollte ich denn bescheißen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann ja auch versuchen. Aus dem gleichen Grund, aus dem du bei Dragon Age mit einem Wiki spielst. Oh. Hm. Nein, ich bin am Spiel. Vielleicht. Im weiteren Verlauf der Sendung. So. Wer fängt an? Da, Ladies first, würde ich sagen. Ladies first, na gut. Bin ich männlich? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Das heißt, nicht so ganz, aber würdest du auch sagen. Okay, okay. Mist. Ja, nimm weg. Okay. Bin ich über 30? Oh, ja. Das ist eine gute Frage, ja. Ja, bist du. Habe ich viele Haare? Ja. Ja. Mm, ja. Habe ich einen Beruf? Ich würde sagen, ich plädiere für nein. Ich plädiere auch für nein. Eher nein, ja. Nein, du bist raus. Also du darfst nicht mehr. Also du darfst jetzt, Hannes ist dran. Ich bin natürlich männlich, weil ich uns Chauvinisten kenne und keiner hier oben eine Frau draufgeschrieben hat, bin ich männlich. Ja, fragst du jetzt nach der Begründung oder nach dem Geschlecht? Nee, eigentlich Annabelle hat ja geschrieben. Du hättest ja hier mal die Fahne der... Ja, jo. Ich bin männlich. Okay, ich bin aber ein fiktiver Charakter. Nein. Ich glaube, der hat das Spiel raus. Weil Hannes gerade gesagt hat, dass wir alles Chauvinisten sind und keiner einen weiblichen Charakter draufgeschrieben hat, gehe ich davon aus, dass ich männlich bin. Scheiße, ich Idiot. Ja. 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 Spielst du mit Idioten? Ja. Ja. Bin ich eine reale Person? Nein. Nein. Bin ich eine reale Person? Nein. Nein. Nicht eine reale Person? Nein. Nein. Also ich bin aber eine reale Person. Ja. Ich lebe noch. Ja. Man kennt mich aus Funk und Fernsehen. Ja. Ich bin Amerikaner. Nee. Nein. Ich glaube nicht. Okay. Oder? Nee. Nein. Nicht in die Irre führen, das ist gemein. Ich bin, ich bin eine fiktive Person. Jawohl. Das ist korrekt. Guck mal, ah, scheiße, Mann. Jetzt darf ich... Hab ich, ich bin eine fiktive Person. Kennt man mich aus Film und Fernsehen oder anderen Medien wie Comics oder so? Was denn jetzt? Ja, ich alles. Ich muss doch jetzt, also kennt man mich aus Publikationen? aus Film und Fernsehen, Bewegtbild oder. Kennt man mich, ach fuck it, kennt man mich aus Film und Fernsehen? Ja. So. Kennt man mich aus einer Fernsehserie? Ja. Habe ich Arme? Ja. Nicht schlecht. Derbe eingegrenzt. Mhm. Ja gut, ich meine, ich bin ja keine reale Person. Also die Frage ist, ob man, also eine grundsätzliche Frage, ne, gilt ja für euch alle auch. Wenn ich frage, ich bin eine reale Person, schließt das, wenn ich jetzt ein Mensch bin, aber ein fiktiver menschlicher Charakter, bin ich dann eine reale Person? Also Sherlock Holmes zum Beispiel wäre eine fiktive Person. Also sowas, also Colt Sievers zum Beispiel ist, fiktiv. Ist eine fiktive Person. Ja. Okay, das heißt, ich kann trotzdem noch ein Mensch sein. Das wollte ich nämlich wissen. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Okay. Und ich werde verkörpert von einem humanoiden Schauspieler? Nein. Nein. Hm. Humanoider Schauspieler. Ich bin auch ein Idiot. Bin ich bekannt aus Funk und Fernsehen oder einer Publikation? Das musst du schon anders formulieren. Ja, die Frage ist, wer ist es eigentlich nicht heutzutage? Ja, aber bin ich aus einer Fernsehserie oder einem Film oder einem Comic? Ja, you are.
Okay, du Spacko, ey. Mag ich das selber? Gucke ich das gerne? Oder kenne ich das und find's gut? Das kann ich nicht beantworten. Ja, ich würde schon. Ja, ich würde das nicht verneinen. Ne? Also, kriegst kein Nein für, sagen wir mal so. Bin ich Hitler? Das war ein Scherz, habe ich nur als Scherz gemacht. Versteht ihr? Ja, okay. Too soon. Okay, bin ich eine fiktive. Bin ich eine Zeichentrickfigur? Jawohl. Habe ich Arme? Ja, hast du. Okay, laufe ich aktuell, also ist es noch ein aktuelles produziertes Format? Ich tendiere zu nein. Nee. Du willst was anderes sagen? Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, aber. Also. Kommen noch neue Ausgaben davon oder Folgen oder was auch immer? Ich würde sagen, ja. Boah. Echt? Aber ich glaube. Die Antwort nein würde ihm wahrscheinlich mehr helfen. Das stimmt. Das hilft mir überhaupt nicht gerade, diese Diskussion. Ja, also ich würde eher sagen, das ist jetzt nicht das aktuellste Ding. Ja, darf ich jetzt also weiter? Eher ein Nein. Okay, dann bist du dran. So, ich habe vergessen, ob ich gefragt habe, aber bin ich ein Mensch? Nein. Nein. Okay. Bin ich Europäer? Ja. Mhm. Ich. Bin aus Filmen bekannt. Nein. Ich bin ein Mensch, aber ich werde nicht von einem humanoiden Darsteller dargestellt. Das heißt, ich muss ja in der Form von Zeichentrick oder Animation dargestellt werden. Das ist eine Frage? Oder? Ja. Ja. Ja, okay. Und wird das noch, oder sagen wir, ist es eine amerikanische Produktion, in der ich vorkomme? Okay. Und ist das aktuell noch, kommen davon noch frische Folgen? Ja. Nein, also weiß ich nicht, vielleicht. Ganz aktuell ist es nicht. Also, ja. Okay, also ist das Comedy? Ja. Ja. Okay, also South Park, Family Guy, Simpsons. Mehr gibt's nicht. American Dad. Ich überlege gerade, was so die populärsten Sachen sind. Und was Hannes auch guckt. Ich glaube, Hannes würde am ehesten vielleicht South Park gucken. Spiele ich in der Serie South Park? Nein. Nein. Scheiße. Okay, also fiktive Figur, Zeichentrick, aber Uneinigkeit herrscht darüber, ob es noch aktuell ist oder nicht. Wieso sagst du ja und ihr nein? Das ist sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, häng dich da nicht so sehr auf. Das führt dich dann wieder nur in die Irre. Ja, aber es muss ja einen Grund geben, warum ihr da nicht einig seid. Das juckt übrigens. Klebt noch so viel Tisch mit dran. Also Na ja, gut, nächstes Mal nehmen wir lieber hier Paketklebeband. Ist die Figur, oder was ich spiele, ist es ein Mensch? Nee. Nein. Ich weiß so, es. So, also ich bin männlich, über 30 und habe viele Haare und bin kein Mensch. Das heißt, irgendeine Art von Vogel kann ich nicht sein. Bin ich ein Tier? Nein. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Tja, dann da bin ich ja mal gespannt. Aber vorher löse ich mich natürlich noch. Also, ich bin. Aber ich bin durch ein Fernsehformat bekannt. Ja. Mhm. Ach, scheiße, nicht fragen geht nicht. Mist.
Ich bin witzig. Ja. Also, ich meine jetzt den hier. Ach so. Also habe ich eine Serie, wo ich als Hauptcharakter fungiere? Nein. Nee. Nochmal eine regeltechnische Frage, ne? Ich habe ja gerade mich dazu entschlossen, aus den verschiedenen Comedy-Formaten, die ich jetzt für potenzielle Kandidaten erachte, eins rauszunehmen und nach dem konkret zu fragen, ne? Ja. Normalerweise, der alte Nils hätte jetzt gesagt, komme ich entweder aus oder aus. Hätte das jetzt zum Beispiel gesagt, ja, kann's aber darf halt man nicht. Es noch oder nicht? Nein. Okay, das wollte ich nur wissen. Wie, was darf man jetzt nicht? Also ich hätte eigentlich gefragt, da komme ich in Family Guy, House Park oder Simpsons vor, nur um zu gucken, ob es überhaupt in diesem Pool vorhanden ist. Ach so. Dann hätte ich alle drei ausgeschlossen oder hätte den Kreis angegriffen. Ich finde nicht. Und wie, er kann auch alles fragen, was er will, oder nicht? Naja, also, offensichtlich ja nicht mehr. Ne, du darfst halt, komme ich nicht aus. Aber wenn er jetzt sagt, komme ich aus der oder der, kann er ja... Ja, wieso? Aber dann kann er ja super viele Neins kassieren und kommt immer nicht weiter. Gut, dann frag, wie du willst. Ja gut, dann habe ich mir natürlich jetzt ein Nein zu früh. Also ich bleib dann dabei, dass ich da irgendwo mich in dieser Szene befinde, bestehend aus also House Park habe ich dann ausgeschlossen, also bleib hier Simpsons, Family Guy, warte mal, was ist denn noch super populär? American Dad wird es nicht sein. Es muss Futurama vielleicht noch. Okay, spiele ich mit in Simpsons, Futurama oder Family Guy? Oder das geht ja, das nicht. Das hat er doch gerade gefragt. Ich dachte einzeln fragen. Der kann ja nicht oder. Das war genau sorry, die Frage. Sorry, dann habe ich die Entschuldigung, Herr hysterischer Mann, dass ich dachte, er fragt jetzt eine Runde, spiele ich bei X mit? Nein. Spiele ich bei X nein, mit? Nein, oder fragen. Okay, nee, oder fragen, ja, so weit kommt das hier noch. Na gut, du könntest ja, wenn ich jetzt frage, ist es das Gleiche, wenn ich frage, bin ich Amerikaner oder Europäer? Nee, ich habe da nicht das, oder. Nein, ich meine, das ist dann auch verboten. Ja, ja, das ist verboten. So, ne? Oder okay. Fragen? Aber oder kannst du eh nicht mit. Kommst du um 18 Uhr oder um 17 Uhr? Nein, das ja. Ist, natürlich kannst du kannst doch einen Kreis aufmachen und sagen, in diesen Kreis packe ich A, B und C und dann fragst du, ist die Antwort in diesem Kreis vorhanden? Nein, das kannst du das machen. Geht nicht. Ja, okay. Du darfst nur ein spezifisches gut. Ding. Gut, so. Das ist wichtig. Also ist die, spiele in einer Zeichentrick, ist das produziert Matt Groening, ne? Macht Simpsons und Futurama, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Werde ich produziert von Matt Groening? Nein. Scheiße. Aber auf die. Ihr habt gesagt, ich bin kein Mensch, aber ich habe Arme. Ja. Nur noch mal, um es zusammenzufassen. Ich bin aus einer Zeichentrickserie. Ja. Das hast du bislang alles schon gefragt. Ja, ich muss nur noch mal. Fuck. Jetzt sieh zu, ich will es auflösen. Ja. Du bist ja ganz schön selbstsicher. Bin ich Garfield? Nein. Oh, fuck. Nicht Alf. Ach, krass. Du bescheißt doch. Wie willst du mich verarschen? Ich bin kein Mensch und ich habe viele Haare. Oder gibt's so Alf oder was? Und ich bin kein Tier. Welches Alien hat am meisten Haare? Ja. Ey, aber Alf ist aber auch wirklich. Ich wusste, dass du Alf nimmst, bevor du Alf genommen hast. Wirklich. Ja, weil er nur drei Buchstaben schreiben kann. Aber gut. Ich bin kein Tier und kein Mensch und ich habe viele Haare. Du musst ja, aber die Frage, habe ich viele Haare, die stellt man vielleicht auch nicht gleich als zweites. Ja, aber Annabelle ist unorthodox. Das fiel mir so ein, weil ich ihn gesehen habe. Das war echt die Schlüsselfrage, mit denen habe ich auch gedacht, so fuck, wieso kommt sie jetzt schon auf Haare? Ja gut, aber es gewonnen, herzlichen Glückwunsch, wenn du dich gut dabei fühlst. Ja, da kriegst du jetzt einen neuen Begriff. Ich krieg 9. Ja, echt? Das kann sie jetzt die ganze Zeit nicht mehr mitmachen. Ja, stimmt. Ich kann auch Fragen beantworten. Ja, aber das macht doch mehr Spaß, wenn oder ich muss dir keinen neuen geben. Na gut. Ich mache jetzt deutlich schwieriger. Schwieriger. Also gibt es jetzt quasi drei Punkte für Fla, für Annabelle oder was? Ja, Annabelle hat auf jeden Fall schon mal krasse also Tasse, ey. Machen wir das jetzt so, dass man, also wenn nehmen wir an, Hannes schafft es jetzt auch, dann würde er auch einen neuen Begriff bekommen. Wir können ja sagen, der erste kriegt 3 Punkte, der zweite 2, ja. Der dritte 1, der vierte 0. Ja, wenn ihr es überhaupt schafft. Ja, aber das also, macht ja keinen Sinn. Auf die Art kann man ja theoretisch, wenn jetzt zum Beispiel Hannes 2 Begriffe innerhalb kürzester Zeit jetzt errät, dann hätte er halt dich noch eingeholt, sozusagen.
So. Okay, Nils. Ich muss kurz für die Annabelle. Wer ist denn jetzt dran? Du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ich bin über 30 Jahre alt. Ja. Ich bin aktuell noch im. Also habe auch noch ein aktuelles Format, wo man mich sieht. Nee. Okay. Okay, ich nur noch für den Fall, dass ich auf einer, dass ich irgendwas falsch verstanden habe, aber ich bin in einem Bell. Zeichentrick- oder Animationsformat, was dem Genre Comedy angehört, ja? Ja. So, und ich werde aktuell noch produziert. Ja. So, und ich weiß, es ist nicht Simpsons, es ist nicht Futurama, es ist nicht South Park. Also es kann, ey, fuck it, da gibt's doch nur noch fucking Family Guy. Oder habe ich irgendwas übersehen jetzt? Was noch aktuell produziert wird. Spiele ich in der Serie, pass auf, was du sagst, Family Guy mit? Ja. Ey, es war so klar, das ist das Letzte von dem, was ich frag. Oh Mann, ey, ja gut, dann gibt's noch Peter, dann gibt's Peter Griffin gibt's, dann gibt's, wie die anderen alle heißen, habe ich gerade vergessen. Aber der Hauptdarsteller ist ja Peter Griffin. Bin ich männlich? Ich bin ja auch männlich. Ich bin männlich. Und du hast sogar Arme. Ja, also ich kann auch nicht irgendwas, ich muss Peter Griffin sein. Ja, bist du. Mein Gott, ihr geht mir so auf den Sack. Ey. Alle hier gehen mir auf den Sack. Ah! Oh, guck mal, die ganze Haut ist mit abgegangen. Scheiße, die ganze Haut. Ihr siehst meine goldene Haut, meine Haut aus Gold. Shit, weißt du, ey, guck mal, das sind vier mögliche Zeichentrickserien und ich frage halt original nach der letzten. Ja, ich weiß. Also scheiße. Gut, du kannst dir schon mal einen neuen Begriff für Nils ausdenken. Für den Oberschlauen denke ich mir jetzt was ganz Kluges aus. Nee, hier, auch Alf-Kategorie. Bin ich. Achso, du musst das ja machen. Ich dachte, ich muss das machen. Zeichentrickserie. Bin ich eine lustige Zeichentrickserie? Nicht mehr produzieren. Ah, guck weg, ne? Fuck, ey, ich komme überhaupt nicht drauf. Ich weiß überhaupt nicht. Bin ich eine. Na, es wird noch aktuell produziert. Das gibt's doch gar nicht. Warum gibt's denn da die Frage? Die hat mich so wahnsinnig gemacht, mit ob es noch in Production ist oder nicht. Das muss es doch. Das ist doch keine okay, Frage, über die man normalerweise diskutieren kann. Entweder ja oder nein. Naja, ich hab dir ja gesagt, ich hätte sie mit Nein beantwortet, weil ich auch natürlich mich in dich reinversetze und davon ausgehe, wovon du ausgehst. Und es geht ja nicht nur darum, ob es jetzt eine Wahrheit gibt, sondern es geht auch darum, was ist dein Wissensstand, was glaubst du, was hilft dir? Und deswegen habe ich Nein. Also das heißt, sie geht noch weiter, nur ich weiß davon nichts. Na, mach doch einfach weiter. Wieso hängst du dich jetzt daran? Ja, weil es ist der einzige Hinweis, der mich irgendwie weiterbringt. Nee, du stehst auf dem Schlauch und deswegen hängst du dich daran auf. Das ist alles. Ich bin kein Mensch, aber ich habe Arme. Gibt es mich auch als Computer- oder Videospiel? Ja. Bin ich hauptsächlich bekannt durch das Videospiel? Machen. Nein. Jetzt muss ich hier wieder ganz von vorne anfangen. Das ist korrekt. Ja. Habe ich Haare? Nicht viele Haare, einfach nur habe ich Haare. Ja. Ich würde auch sagen, dass du Haare hast. Die Haare-Frage, das ist hier so. Habe ich Arme? Ja. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich männlich? Ja. Bin ich unter 30? Nein. So, Annabelle. Was findest du denn? Und ich frage nicht, aber ich bin bestimmt Engländer. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ich frage dich, aber ich stelle jetzt mal einen Raum, gucke auf eure Reaktion. aber Doctor Who wird ja noch produziert. Ich werde ja nicht mehr produziert. Ja, dann kann es ja nichts mehr sein. Ja. Dann hast du ja alles stimmt. Ausgeschlossen. Das stimmt. Aber ich bin ja ein echter Typ. Ein echter ganzer Kerl.
höre schon wieder das Nein und ich will jetzt weiterfahren. Frag doch Folgendes. Frag mal, ob die Antwort auf die nächste Frage Nein ist. Verstehst du? Ja, ich weiß, ich habe das schon verstanden. Das ist nämlich eine Zwickmühle. Ich trage keinen Bart. Ach scheiße, ich darf mir keinen... Ja doch, ich trage keinen Bart, ist ja keine Nichtfrage. Das war noch gar keine Frage, das war eine Aussage. Ja, stell mal eine Frage. Trage ich keinen Bart? Hä? Also, bin ich bartlos? Nein. Ich bin dran, ne? Bin ich eine... Ja. Also weil, wie ich den Hannes jetzt einschätze, definitiv hat er wahrscheinlich jetzt eine Frau genommen. Aber das weiß man nicht, deswegen frage ich. Bin ich eine Frau? Ja, man hört doch mal auf, hier oben reinzugucken. Bin ich eine... Ja, ich bin dumm. Ich hätte wissen müssen, dass er das denkt. Bin ich eine reale Person? Ja. Ja. Ich mache einfach null Spaß mit euch. Bin ich unter 40? Ja. Ja. Kennen wir diese Person persönlich? Nein. Nein. Shit. Okay. Also mich gibt's auch noch als Computerspiel, aber hauptsächlich bekannt bin ich dadurch nicht geworden. Es gibt mich auch als Computerspiel. Bin ich aus South Park? Nö. Nee. Mann, ey. Ich bin eine reale Person. Also ich meine, keine Zeichentrickfigur. Ich bin schon ein echter Mensch. Ja, kein Zeichentrickmensch. Du bist kein Zeichentrickmensch. Bin ich ein Schauspieler? Nee. Oh je. Ich hatte es gerade, aber das kann nicht sein. Du warst schon ganz nah dran, Hans. Ich habe kurzzeitig überlegt und ich war mir sicher, dass ich natürlich Bud Spencer bin. Aber kann ich natürlich nicht sein, weil der ja Filme gemacht hat. Und ich bin ja nicht aus Filmen bekannt. Hab ich ja immer die Reaktion am Check, ey. Ich will gucken, ob ich sich einer das Lachen verkneift. Annabelle. Kleine Schlawinerin. War ja nicht mal Hauptcharakter. Aber da, wo ich drin... Doch, das hatten wir schon, ne? Dass das witzig war, wo ich drin vorkomme. Das ist schon eher witzig. Super witzig. It's amazingly funny. Okay, es war damals witzig. Damals war es witzig, heute würde man sagen... Ist das eine Frage? Zeit, ja, heute würde man sagen, ja, die Zeit des Witzes ist vorbei. Nee. Würde ich nicht sagen. Das also wird immer noch saulustig. Ich bin eine Frau. Ich bin eine real existierende Person. Das heißt, kennt man mich aus kennt man mich aus Funk und Fernsehen? Ja. Ja, zufällig, ja. Ja. Bin ich jetzt Deutsche oder bin ich jetzt Amerikanerin? Bin ich Europäerin? Nein. Oh, fuck, das war so klar. Ich habe über. Willst du jetzt, dass die Schrift auf deiner Hand abfärbt? Ja, genau. Bin ich eine Comicfigur? Ich habe Arme, bin aber kein Mensch. Bin ich in der Serie, in der ich spiele, bin ich da dumm? Nee. Nee. Ach so. Achso, ja, ja. Ach, scheiße. Lebe ich noch? Ja. Ja. Kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Aus einer Serie? Nee. Nicht in dem nicht Sinne. Nicht in dem Sinne, genau, sehr gut.
Achso, das war ja ein Nein. Also da ich ja einen Bart habe, bin ich auch nicht Mr. Bean. Aber Mr. Bean wäre heutzutage auch nicht mehr wirklich lustig. Und ich wäre die Haupt... Ich bin vollkommen auf dem falschen Dampfer, ne? Ich bin vollkommen auf dem falschen Dampfer. Ja. Sehr gut. Bin ich Deutscher? Ja. Ah, wallabilla. So krass. Bin ich Helge Schneider? Nein. Ah! Bin ich Amerikanerin? Ja. Bin ich Schauspielerin? Na. Da, ja, also ja, doch. Auch, ja, ja. Ja, 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 doch. Doch. Ja. Ich glaube schon, dass ich auch Schauspielerin bin. Würde, glaube ich, in deiner Vita stehen, ja. Das ist interessant. Dann, also vermutlich. Also wahrscheinlich, sie ist unter 40. Das heißt, sie vielleicht macht sie auch Musik oder vielleicht ist sie Comedy. Warte mal. Okay, das heißt, es gibt ja auch Sängerinnen, die Schauspielerin sind, so wie Jennifer Lopez oder sowas. Aber wenn ich jetzt, wenn es eine Komödie wäre, sowas wie Tina Fey oder Sarah Silverman, hättet ihr deutlich gesagt, ja, sie ist Schauspielerin, weil da müsst ihr nicht so lange überlegen. Also gehe ich davon aus, dass sie eher Schauspielerei als zweites Standbein hat und ihr erstes Standbein müsste dann wahrscheinlich Musikerin sein. Ist sie unter anderem auch Musikerin? Ja. Ja. Aber ihr hattet ja gesagt, sie ist unter 40. Das heißt, Jennifer Lopez kann es schon mal nicht sein, die ist über 40. Das ist aber gut Bescheid. Welche Musikerin schauspielt ihr denn noch? Achso, ich dachte, welche Musikerin ist unter 40? Er singt und schauspielt. Unter 40. Sie muss ja relativ neu im Business sein. Lady Gaga, die hat schon mal irgendwo mitgespielt. Die ist unter 40. Ich mache schon so Musik popkultureller Art, die auch im Radio gespielt wird. Ja. Ja. Wen kenne ich denn noch? Habe ich einen Künstlernamen? Nein. Kein Künstler. Pass auf, jetzt kommt eine geile Frage. Bin ich ein Roboter oder ein mechanisches Wesen? Nein. Nein. Nicht? Nein. What? Sag, wer bist du nicht? An wen hast du jetzt gedacht? Naja, ich dachte, ich bin kein Mensch, aber habe Arme. Ach so, ja. Okay, nee, ich dachte, du hättest jetzt direkt die Antwort, wer du dann wärst. Nee, so weit bin ich noch lange nicht. Shit, jetzt bin ich wieder bei Null, ey. Ja, ich stehe auch ein bisschen auf dem Schlauch. Kein Roboter. Bin ich selbst oder bin ich wer anders? Also. Hä? ich hab gefragt, ob ich Schauspieler bin. Ich habe ehrlich gesagt die Antwort vergessen, ob das jetzt ja oder nein war. Ja, dann musst du nochmal fragen. Nein, das ist doch, du könnt mich nochmal dran erinnern. Du fliegst in Führung, kein Gnadenpunkt. Bin ich Schauspieler? Nein. Das hast du eben schon gefragt. Ja, ich hab's ja vergessen und du wolltest mir nicht sagen, das ist voll gemein. So, ich bin also Deutscher und ich habe mal was gemacht, was ein bisschen witzig war. Oder was sogar heute noch witzig ist, aber es wird aktuell nicht mehr gemacht. Scheiße, habe ich gefragt, ob ich noch lebe? Ja, habe ich. Ich lebe nämlich noch. Ja, habe ich aber gefragt. Ich bin über 30, ich bin männlich, ich trage sogar einen Bart. Und bestimmt habe ich ein Knickauge und nenne mich... Jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie er heißt. Karl Dall? Ja, aber das wollte ich jetzt nicht fragen. Danke. Mann. Aber du und Karl Dall. Also, scheiße. Ich bin dunkelhaarig. Das weiß niemand. Was? Ja, definiert dunkelhaarig. Das ist schwer zu sagen. Ja, okay, dann. Ab wann? Naja, halt ab Köterblond. Also, ich würde sagen, Nils zum Beispiel hat helles Haar.
Und du hast dunkles Haar. Boah, ey, das ist die Grenze zwischen Eddie und mir, das ist die Grenze zwischen hell und dunkel. Das traue ich mich nicht zu beantworten. Nee. Frag einfach. Okay, ich. Aber mein Gesicht trägt schon eine Besonderheit. Also mein Gesicht an sich hat schon etwas, was lustig ist. Nein. Also jetzt die zwei Supernasen zum Beispiel haben große Nasen. Okay. Habe ich mal... Fuck, ich bin so dumm. Für Disney gearbeitet. Ja. Okay, also, dann bleiben noch drei. Das ist Miley Cyrus, Britney Spears und Christina Aguilera. Christina Aguilera lasse ich außen vor. Es ist entweder Britney Spears oder Miley Cyrus. Einer von den beiden ist es zu 100%. Ich frage es nur, ob ich jetzt recht habe. Aber ihr wart so schnell mit ja, ihr habt wahrscheinlich vergessen, dass Britney Spears für Disney gearbeitet hat. Sonst hättet ihr nicht so schnell ja gesagt. Also es ist Miley Cyrus. Gott, ja, aber es hätte auch Selena Gomez sein können. Gehst mir jetzt, so auf die Nüsse, du das hast. Aber ja, du bist Miley Cyrus. Jetzt habe ich ja doch nicht mehr gewonnen. Nee. Warum machen wir das so? Das ich habe da nicht so viel eingestimmt. Warum kriege ich eigentlich hier vom Supermind den Begriff? Und du kriegst von Hannes Pampel hier. Ich wollte erst Cher nehmen, aber dann dachte ich, ich könnte über Cher nicht mehr sagen, als dass sie Auto-Tune, dass sie jetzt oldschool ist, weil sie den ersten Auto-Tune-Track gemacht hat. Und dass sie alt ist. Und dass sie vor ihrem Sohn, als der 8 Jahre alt war, mal in einem hautengen... Wir wollen jetzt nicht Faktencheck Cher haben. Ich wollte nur sagen, denk dir was Neues aus und mache make wir it haben count. Leider kein, ja, doch haben wir. Hier. Okay. Jetzt gib jetzt dir mal Mühe. Jetzt richtig rund, Nils. Mit dem Scheiß da. Gib mir einen Stift. Pass auf, jetzt wird's richtig. Pass auf vor einiges, das ist die Aufforderung zu nein, gucken. Nein, es ist zwar so ein allgemeines Pass auf. Okay, ich guck weg. Ist das eine Serie aus Europa? Ja. Warte. Ja. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Nein, gibt's doch gar nicht so viel. Der Frage nach auf jeden Fall. Hast du nicht hundertprozentig sicher? Das lässt auch schließen, dass es Englisch ist. Es eine englischsprachige Serie. Also ehrlich gesagt spielt das eigentlich keine Rolle, aber ich tendiere fast zu nein. Also wenn du fragst jetzt nach dem Ursprung oder? Ja, eigentlich schon, ja. Ich meine ehrlich gesagt, kann ich mal ganz kurz flüstern? Vorsicht. Okay, dann kann ich jetzt ab jetzt wieder mit dir. Mit dir. Ich kann es kurz Ohren beraten. Ist das nicht eine französische Serie? Oder? Belgische. Ja, ich glaube zweiteres. Ja, ne? Ich glaube zweiteres. Also dann ich sag nein. Ich kann gerne, ich google, aber ich bin mir eigentlich zu 99% ja, sicher. Ja, nein. So, man kennt mich aus dem Fernsehen. Ich bin aber kein expliziter Schauspieler. Nicht amerikanisch? Nein. Ich habe mich wahrscheinlich total auf Comedians eingeschossen. Du bist einfach doof, was soll ich dir noch sagen? Ja, ich bin einfach dumm. Das ist, ich bin einfach dumm. So. Aber... Bin ich über 50? Nee. Nein. Mann. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Wieso lachst du denn jetzt darüber? Bin ich männlich? Nein. Gut. Was gibt's darüber dann bitte zu lachen? Doch gar nicht so viel Zeichentrick in Videospiele. Wollen wir ihm mal helfen, dass das mit dem Videospiele, das kannst du erstmal ein bisschen rausnehmen. Er hat auch schon richtig, er hat schon gefragt. Also er hat die richtigen Fragen
Er ignoriert sie nur. Hugo ist aber kein Mensch, ne? Ist das eine Frage? Aber dann, das wird nicht mehr produziert. Aber dann hättest du auch, dann hättest du nicht so lange überlegt, ob es Englisch ist oder nicht. Ach, Hugo, du meinst jetzt wirklich Hugo? Ja, ich habe mich überlegt nur laut, ihr überlegt auch die ganze Zeit. Ja, nein, ich finde das witzig, Hugo war aus meinem Gehirn verbannt. Fand ich auch sehr gut. Ist nicht dumm. Gott, ey, ich bin so, ich habe mich völlig verlaufen, ey. Ich auch. Kein Mensch, aber hab Arme. Na gut, das können ja theoretisch auch irgendein. Bin ich ein Fabelwesen? Ja. Also mich gibt es nicht in der echten Welt in der Form. Ja. Okay. Bin ich Orko? Nee. Aber Orko ist ja nicht das aus... Das wäre lustig gewesen. Aus He-Man. He-Man. Und He-Man ist doch amerikanisch, oder? Ja. Deshalb war es eine dumme Frage. Ja. Schön, dass du das nochmal... Ja, sorry, also ich wollte jetzt nur... ...zusammengefasst hast. Ja, gut. So, bin dann ich Europäer? Halt 20 Fakten im Hinterkopf behalten. Ja. Nicht Deutscher. Nein. Haha, ja. Bell ist voll schlecht. Wo ich mitgespielt habe. Das war sehr erfolgreich. Oberkrass. Mega erfolgreich. Ich habe bei Samstagnacht mitgespielt. Nein. Oh. Mann, das gibt es doch nicht. Mein Gehirn tut mich... Ich bin weiblich. Jawohl, Sir. Bin ich Europäerin? Ja. Ja. Bin ich Deutsche? Nein. Oh nee, ja. Ich weiß. Ich hätte fast, aber nein. Mhm. Wow, Nils! Eine Zeichentrickserie, Fabelwesen aus Europa. Was gibt's denn? Das ist irgendwas Altes. Bin ich... Ist schon älter, ne, die Serie? Ja, ich meine, du hast ja im Prinzip schon gefragt. Ja, ne? Ich finde eine ältere Serie. Sowas wie Nils Holgersson oder sowas. Aber da kenne ich auch. Da kenne ich nur Nils Holgersson. Und das ist ein Mensch. Was gibt's denn da noch? In dem Bereich Alfred J. Quack. Die Sendung mit der Maus, Mainzelmännchen. Jetzt hätte ich gerne diese Oder-Fragen. Aber da hättet ihr Mainzelmännchen jetzt ja nicht lange überlegt. Alfred J. Quack, weiß ich nicht. Vicky und die Wikinger. Du hast vorhin so komisch reagiert. Oh, gibt's noch Videospiel? Ach Gott, ey. Ich raff es nicht. Okay, Fabelwesen. Kann ich fliegen? Nee. Bin ich in dem, was ich mache, die Hauptperson? Ja. Bin ich irgendeine Nebenperson? Okay. Benutze ich meinen echten Namen? Ja. Ja. Wenn du nicht schon einen Begriff geraten hättest, hätte ich dir einen Tipp gegeben, aber so Pech gehabt. Lauf ich immer noch im Fernsehen? Ja. Kommt vor, ja. Lauf ich noch in Wiederholung im Fernsehen? Oder werde ich frisch produziert? Also. Ist oder so. Frage. Ja, laufe ich als Wiederholung im Fernsehen? Ja. Ist das eine teure Produktion? Ja. Bin ich blond? Nein.
Ja. Hm. Du hast die Harams hier angetan. Also, zu, sagen wir mal so, ich, wir geben dir dafür keinen Nein. Wir geben dir keinen Stefan Raab. Nein. Nein. Also ich bin Deutscher, ich bin über 30, unter 50. Ich habe einen Bart, meine Haarfarbe ist undefinierbar. Ich habe mal in einer bekannten Sendung mitgemacht, die schon recht witzig war. Und selbst zu heutigen Verhältnissen noch witzig wäre oder ist. Oh, Mensch, und es dreht sich... Ist das... Warte. Ich spiele... Ich denke kurz offen und stelle dann die Frage. Ich frage mich jetzt, habe ich in sowas wie einer Late Night mitgemacht oder habe ich in einer Serie mitgemacht wie jetzt ein Pastewka zum Beispiel? Aber da bin ich dann nicht die Hauptrolle. Habe ich in einem Serienformat mitgemacht? Serienformat? Schwierig zu beantworten. Ja, schwierig. Zum Beispiel Samstagnacht. Ja, was ist das? Aber das ist eher Late Night gewesen. Aber die Wochenshow zum Beispiel, ist das eine Serie oder? Also ich würde fast ja sagen. Ja. Also es war schon regelmäßig, sagen wir es mal so. Und das lief abends. Ja. Also die Erstausstrahlung, ne? Ja. Mhm. Und das lief auch mehrere Jahre, wurde das produziert. Ja. Ja. Das bringt mich aber alles nicht weiter. Ich kenn's und ich werde mich gleich so hassen. Und dich noch mehr. Mann, scheiße. Also Stefan Raab wird ja noch gemacht. Das ist ein bisschen, deutsche Bartträger. Zwischen 30 und 50. Gibt's ja kaum. Siri. Aber heute, also ich finde, also heute bin ich jetzt nicht mehr so. Ich bin B-Promi. Nee. Shit. Wir haben übrigens Quatsch erzählt beim Nils. Du darfst deshalb zwei Fragen stellen. Ja, aber bei welcher Frage denn? Bei der letzten. Ob sie Deutsche ist? Ja. Das heißt, sie ist Deutsche. Ja. Okay, aber ich war mir auch nicht sicher. Ich war. Bildungslücke. Hast du gerade ein SMS bekommen oder was? Ja, ich habe es nochmal nachgeguckt, okay. Weil ich mir nicht sicher war. Ja, sehr gut, das danke. Das ist löblich. Okay, sie ist Deutsche. Das heißt, aber es gibt ja offensichtlich Grund zu der Annahme, dass sie irgendwie eine andere Nationalität hat. Aber man kennt sie aus dem Deutschen. Ich schon ihn analysieren höre, kriege ich schon die Kopfschmerzen. Der hat's gleich, weißt du? Aber man kennt sie aber aus dem deutschen Film und Fernsehen. Nein. Nein? Nein. Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Okay, warte. Jetzt habe ich es gleich, Ich bin der Sache schon. Bin ich der Sache schon nah? Okay, warte. Also. Warte, ich hatte noch zwei Fragen. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Okay, das hat mich jetzt. Ich hatte eher damit gerechnet, dass man sie irgendwie aus dem deutschen Film und Fernsehen irgendwie kennt. Aber wenn du. Sie ist ja auf jeden Fall bekannt. Also, wenn du gerade auch nochmal online irgendwie recherchiert hast, dann wird das auf jeden Fall ja jemand sein, den man offensichtlich kennt, sodass man ihn im Internet nachschlagen kann. Also, es ist schon jemand, eine Person des öffentlichen Lebens. Also, man das ist von Prominente in irgendeiner Form. Eigentlich eher nein. Würde ich auch fast zu einem Nein gehen. Also zum Nein tendieren. Na gut, ich meine, es gibt im Prinzip, okay, ich nur mal zu sagen, es gibt im Prinzip zwei Kategorien. Das eine sind so persönliche Bekannte und das andere sind öffentliches Leben. Ja, es gibt vielleicht noch eine dritte Kategorie, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, also öffentliches Leben ist es nicht. Gut. Also es ist auch keine Politikerin, keine sonst was. Also es ist ja nicht nur Showbiz, es ist öffentliches Leben. Also alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist öffentliche Person sozusagen.
Also ich kann dir auch das Ja geben. Ich weiß nicht, ob es dir viel hilft. Ich will nur für mich wissen, weil dann würde ich zum Beispiel Politiker ausschließen. Ich würde Angela Merkel ausschließen und solche Sachen. Ja, Angela Merkel ist ganz klar eine Person der Öffentlichkeit. Ja. Aber da war, ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Kategorie, die dir mehr hilft. Das ist unheimlich schwer zu beantworten, weil man kennt sie, aber es ist trotzdem keine Prominente. Genau, nicht so, wie man Prominenz definieren würde. Ich definiere Prominenz jetzt nicht nur Aufmerksamkeit suchende Scheinwerfer-Girls, sondern, also wenn jemand ein Buch schreibt, ist auch J.K. Rowling ist prominent für mich, so auch wenn sie das nicht darauf ausgelegt hat. So, ne? Aber okay, ich akzeptiere die Antwort, ich will nur für mich wissen, was ich daraus an Informationen... Versuch mal weiter, du hast ja auch schon Punkte. Wir sind hier immer noch bei der scheiß ersten Frage. Ja, ich auch. Deutscher Abenteuer. Okay, ein fucking Fabelwesen, Zeichentrick... Alt gab's, gibt's auch als Videospiel. Fabelwesen. Oh. Nee. Gibt's mich als Comic? Ja. Mehrere Bände? Ja. Er ist, glaube ich, trotzdem nicht da, wo er sein will. Alter! Ich bin irgendwie dauernd bei Asterix und Obelix. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist natürlich falsch, aber irgendwie sind ja beides Menschen. Ide fix. Ein Hund hat keine Arme, ne? Oder ein Tier. Garfield hat auch keine Arme. Hat ihn nicht daran gehindert, das zu fragen? Ja, Garfield, finde ich, ist ja schon so... Hat er schon Arme. Garfield hat schon Arme. Stimmt eigentlich. Bin ich... Nee, ist kein Comic. Fuck, Mann! Nee, ist auch amerikanisch. Peanuts, die Peanuts sind amerikanisch. Ja, die Peanuts sind amerikanisch. Ich weiß einfach auch nicht, was ich fragen soll. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gefragt. Also, ich kann nicht fliegen, ich bin ein Fabelwesen, ich komme wahrscheinlich aus Europa. Englischsprachig war das ein bisschen schwierig. Gibt es auch als Computerspiel, das heißt, so alt kann es ja dann auch nicht sein. Bin ich aus dem Disney-Universum? Mm-mm. Nö. Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht. Laufe ich auf einem Privatsender? Nein, also kann passieren. Also nein, oder ja? Ja, machen wir ja, aber... Ich glaube hauptsächlich... Nein. Im Internet? Nein. Oh, Mensch. Das ist eine ganz wichtige Frage, hast du noch nicht gestellt. Deutsche Promis kenne ich ja nur vier eigentlich. Nils Bernhoff. Scheiße, ey. Also meine... Oh, das macht's aber nicht besser. Oh, ich würde so gern abreißen und jetzt sehen, das macht mich wahnsinnig, ey. Ja, mich auch. Nein. Otto Walkes hat keinen Bart. Was hast du da oben drin, was dich damit... Da verbindet dich ja irgendwas mit. Ich... Mann, Mist, verdammter. Ich lebe aber noch. Ich lebe noch, ne? Ja. Ich bin für... Nee.
ist schon zu alt. Ich befinde mich in den 80ern. Meine, die Serie oder das Format, mit dem ich das lief, in den 90ern. Nein. Bin ich unter 40? Ja. Es ist knifflig, also man kennt mich nicht aus Film und Fernsehen, da fallen schon mal fast alle weg. So, ich bin nicht wirklich prominent, also ich bin nicht Politikerin, ich bin nicht Sportlerin, ich bin nicht irgendwie irgendwas in der Richtung. Das heißt, ich bin so ein Twitter-Ding aus Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit. Was gibt es denn für Leute, die genau dazwischen stehen, die nicht prominent sind, aber auch nicht unbekannt sind, die so bekannt sind, dass man sie im Internet nachschlagen kann, die aber trotzdem irgendwie wiederum nicht bekannt sind? Das könnte ja irgendwie, vielleicht ist das irgendein Nischenprodukt, aber Film und Fernsehen fällt komplett weg, kein Bewegtbild. Diesmal habe ich ihn. Ja, aber wenn du jetzt im Internet diese Person nachschlägst oder so weiter, das ist dann auch ihr realer Name. Ja. Ja. Und du hast schon gerade aber auch im Internet nach ihr gesucht und nicht in deinen persönlichen Unterlagen, in deinen Kontakten oder sowas. Also ich würde mal sagen, jeder hier im Raum kennt dich. Und das Internet kennt Ron dich. Jetzt gib mir nur nicht noch mehr Tipps. Ja, aber ich meine, so funktioniert das Spiel. Der soll jetzt nicht. Ihr gebt mir auch null Tipps. Ihr habt mir null Tipps gegeben. Im Gegenteil, ihr habt euch bei jeder zweiten Frage beratend zurückgezogen. Das übertreibt nur wieder maßlos. Bin ich Teil von... Bin ich Teil einer Internetkultur? Nein. Okay, so, ihr Fucker. Geht mir nicht auf den Sack. Ich versuche jetzt auch mal so analytisch das machen wie der Nils. Okay. Du würdest niemals eine Figur wählen, die wirklich cool ist für mich. Deshalb ist es auf jeden Fall irgendwas Dummes, Peinliches, Schmockiges bei mir. Ja? Das ist jetzt eine Frage, oder? Ja, das war eine Frage. Definition von schmockig. Ja, also es ist nicht Batman. Batman ist cool. Frag mal eine Frage, okay, die man mit Ja beantworten kann. Ich darf ja keine Nicht-Frage stellen. Das ist scheiße, diese dummen Regeln. Wer stellt die eigentlich auf? Ich bin... Kann ich irgendwas Besonderes? Nee. Ja, nö. Würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also das... Nee. Naja, ich wäre schon fast eher... Schon wieder eine Diskussion! Naja, ich meine, sei mal ehrlich, wenn du jetzt Ja sagst, ne? Ja, dann läuft ja wieder kreuz und quer. So, und also die Antwort Nein hilft dir mehr. Ja, so. Das stimmt. Die Antwort Nein hilft dir mehr, das hat der Nils richtig gemacht. Gott, ich kotze dir. Was denn? Kann ich nicht lesen. Ja, wir müssen das ja noch zu Ende spielen. Sollen wir uns beeilen? Ach, danach ist live. Was denn? Das sollen wir eh nicht angucken. Saints Row. Wie lange haben wir denn noch? Dringend zum Ende. 2 Minuten! Oh, okay. Fuck, komm, Quick Round. Jeder hat fünf Sekunden, sonst okay. ist der nächste dran. Warte, dann geben wir ihm Bell dran. Nein, der Bell ist dran. Nein, komm. Bin ich lustig? Nein. Keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Bin ich lustig? Ja, bist ja, du. Ja, weiß ich schon. Weiß ich nicht. Nein, ich bin raus. Okay, kennen wir mich persönlich? Nein. Okay, bin ich aus dem Superheld-Universum? Nein. Tipp, 3 Zahlen in deinem Namen. Oh nein, das ist... Doch. Du musst erst mal, du hast noch nicht einmal gefragt, ob du fiktiv bist oder nicht. Bin ich fiktiv? Ja. 3 Zahlen. Deutsch. Nein. Europäisch habe ich gesagt, sorry.
Ich habe keine Ahnung. Bin ich drogenabhängig? Nein. Alkoholiker? Nein. Bin ich blond? Nein. Nein. Nee. Glaub nicht. Bist du blau? Ja. Okay, bin ich... Ich hab dir gerade einen Tipp gegeben. Bin ich blau? Bist du blau? Ja. Mehr Tipps kann man dir nicht geben. Und da sitzt, sieht deine Mütze fast genauso aus. Bin ich ein Schlumpf? Ja! Yeah! Aber ein ganz bestimmter. So. Ja, okay, ey. Pff. Ja, guck mal in den Spiegel. Schlumpfe. So, ich nehme das. Schlau wie Schlumpf. Ja. Ja. Siehst du, ich wusste, dass es nicht schmeichelhaft ist. Ja, guck dich mal an, wie du aussiehst gerade. Mit deiner Mütze. Das war so klar. Ich bin der Brille. Oder was? Du bist fucking schlau wie Schlumpf. Fuck, Schlümpfe! Ey. Und ihr wollt doch nicht drauf anspielen, dass Game One in irgendeiner Art und Weise lustig war. So. Ah! Oh, das ist hart. Siehst du, ich dachte mal was Schwierigeres. Ja, eine historische Figur, was ist das? Ne? Das, wenn wir dir gesagt hätten, prominent, das ist so die dritte Kategorie. Ja, okay. Das hätte ich gut nicht gewusst. Ich wollte mal ein bisschen schwieriger. Ich war natürlich jetzt ganz woanders. Okay, das hat super viel Spaß wieder gebracht. Fuck, man, nicht erraten, ey. Schlau wie Schlumpf. Gut, das war eine Runde. Wer bin ich? Was sind wir denn da? Eine Runde, wer bin ich? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind jetzt bei allen, weil es jetzt gleich im Anschluss live weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sagen ganz schnell Tschüss. Ne? Tschüss. Tschüss. Ich hab doch alles erfahren.